Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Marco von Barbecue Dithmarschen und ich werde uns heute das erste Mal einen Spießbraten machen, einen gefüllten Spießbraten. Ja, alles was ich dazu brauche und wie ich das mache, alles nach dem Intro. So, dann kommen wir zum Hauptdarsteller. Da habe ich ein 1,2 Kilogramm großes Stück Schweinenacken. Dann habe ich ein Olivenöl, Salz, Pfeffer, Eiver, Senf, Bacon. Dann habe ich zwei verschiedene Sorten Reibekäse. Da habe ich, das ist einmal ein Emmentaler und ein Cheddar-Käse. Und natürlich Zwiebeln und Knoblauch. So, und machen werde ich das auf dem Breuking Baron 590. Der ist dieses Jahr erst rausgekommen. Ja. So, ich werde jetzt den Schweinebraten aufschneiden. Also ich werde den auffächern. Und mal gucken, ob ich das hinkriege. Das ist für mich auch das erste Mal und ja, ich gebe mir Mühe. Dann fange ich mal an. Ich fange ihn erstmal in der Mitte an zu schneiden. Ziemlich runter, aber nicht ganz durch. Da muss man ein bisschen aufpassen. So. Dann gehe ich von hier in die Seite. Ich denke mal, das ist mir ganz gut gelungen, bis jetzt das Auffächern. Ich werde ihn jetzt trotzdem noch mal ein bisschen platter machen. Dazu habe ich mir ein Stück Plastik genommen. Lege ich das hier oben drauf, also so eine Schweißtüte. Und werde den mal so ein bisschen verdreschen. So, die Zwiebeln werde ich nur in Halbringen schneiden. Das reicht. So, den Seitenkocher habe ich jetzt schon mal angeschmissen. Ich muss also eine Pfanne drauf, lasse das mal schön heiß werden. Und da werde ich gleich erst den Bacon auslassen. Wie gesagt, wie der nachher aussieht, das macht nichts, den werde ich nachher sowieso klein häckseln oder klein hacken, wenn er nachher schön. So. So, der Bacon ist soweit fertig, den werde ich jetzt zum Abkühlen einen Crepe einlegen oder Haushaltsrolle, damit er schön austrocknet, denn ich werde ihn nachher schön klein hacken. So, dann habe ich ja hier das wunderschöne Baconfett, da haue ich jetzt die Zwiebeln rein. Ich werde erstmal nicht alle reinhauen. Doch, ich haue alle rein. Die werde ich schön glasig anbraten. Also nicht braun braten, sondern nur glasig, damit sie nachher, wenn ich sie in den Spießbraten reinlege, damit sie schön geschmeidig sind. So, kommt noch ein kleiner Schuss Olivenöl dazu. Und werde ich die Zwiebeln auch schon mal würzen mit der Barbecue-Mischung. Schön großzügig. Oh, das riecht hier Oberhammer. Ihr glaubt das nicht. So, dann kommen hier auch schon, da kommt da auch schon der Knoblauch mit zu.
die Zwiebeln, die sind so gut genug. Die reichen so. Der Rest geht nachher auf dem Spieß weiter. Schon mal runterdrehen. Oh, das riecht hier Oberhammer. So, das schütte ich jetzt mal wieder in die Schale. Das wäre das. So, dann werde ich jetzt den Bacon klein hacken. Dann mache ich so ganz grob motorisch. Und das Rezept zu diesem Video, wie immer, bei mir in der Videobeschreibung. So, den Bacon mache ich erstmal wieder, stelle ich erstmal zur Seite. So, dann werde ich nochmal eine Schüssel fertig machen, wo ich ein bisschen Eiweiß rein tue. Und einen Teelöffel Senf. So. Oder zwei Teelöffel. Und das werde ich dann mal vermengen mit meinen kleinen Rührstab hier. So. Das sieht gut aus, mehr brauche ich nicht. Gut. So, den Braten habe ich jetzt wieder aus dem Kühlschrank geholt, den habe ich wieder ziemlich ausgebreitet hier. Den werde ich jetzt erstmal einschmieren mit dieser Mischung, die ich gerade gemacht habe. So. Es braucht davon nicht so viel. Optimal, mehr brauche ich auch wirklich nicht. So. Sieht gut aus. So, jetzt werde ich das noch ein bisschen ganz leicht einrappen. Nicht viel. So, dann kommen schon die Zwiebeln. So. Ich mache das bewusst, also hier hinten nicht, weil ich den Braten nachher von hier nach da aufdrehen werde. Und da mir das nachher nach vorne auch ein bisschen ausquetscht, habe ich hier dann noch ein bisschen Platz. Da wo das dann hier sich ausbreiten kann. So, Zwiebeln habe ich glaube ich doch ein bisschen zu viel. Aber es macht nichts. So, dann habe ich die Zwiebeln da schon mal drauf. Dann kommt jetzt der Bacon. So. Wird eine richtig leckere Sache. Richtig leckere Angelegenheit. So. Und dann kommt auch schon der Käse. Dann werde ich hier schön positionieren. Ja, ich habe auch ein bisschen zu viel Käse. Aber das macht nichts. Ich werde jetzt versuchen, das schön stramm von hier nach da aufzuwickeln oder aufzurollen. Dazu muss man das richtig schön an sich stramm ranziehen beim Drehen. Hier ist manchmal was offen, das werde ich zumachen gleich. So sieht das aus. So, jetzt habe ich da ein Rollbratennetz. Normalerweise wollte ich das mit Küchengarn praktisch vernähen, aber ich werde da ein Rollbratennetz rüberstülpen, damit mir das nicht alles daraus fällt. So, und wie man sieht, ist uns das ganz gut gelungen. Also meine Frau hat mir da tatkräftig zur Seite gestanden. Also ich habe ihn in so ein Rollbratennetz eingewickelt oder praktisch rübergestülpt, den Braten. Und das ist hier so ein Rollbratennetz, den kriegt ihr eigentlich bei jedem Fleischer, da wo ihr euer Fleisch kauft. So, ich werde den Braten jetzt auf den Spieß raufstecken. Also geht das. Ziemlich mittig. Bloß nicht in die Hand.
So, sieht gut aus. Der von hier. Festdrehen. Und so sieht das denn aus. So, den werde ich jetzt auf den Grill, im Grill einhängen. Ich habe den Heckburner auch schon mal angemacht. Darunter habe ich eine Konsistform, damit mir das Fett und der Käse nachher nicht ins auf den Grillrost tropft. So, dann werde ich mal gucken, ob das alles so hinhaut. Sieht gut aus. Immer zum Grill weg, weil das Fett löst sich und kann sich richtig schön am Braten entfalten und da gibt das dann richtig schön Geschmack. So, ich möchte, dass der Braten eine Kerntemperatur von ungefähr 75, 76 Grad erreicht. Und ja, ich mache den Deckel runter und lasse den erstmal seine Runden drehen. Und in der Zeit ziehe ich mir erstmal eine schöne Jolle rein. Ein schönes Bier. Peng. Prost, wir sehen uns gleich wieder. So, eine Stunde dreht der Spießbraten schon einsam seine Runden. Und ich werde den jetzt mal ein bisschen mit Flüssigkeit. Also ich habe hier so eine Bierbrühe. Ich habe da ein bisschen Bier reingekippt. So ein bisschen befeuchten, damit er mir nicht ganz austrocknet von oben. Aber das sieht schon richtig gut aus. Also rausgelaufen ist zum Glück nicht viel oder fast gar nichts. Sieht schon richtig lecker aus, oder? Sieht das Hammer aus oder nicht? Und das wird ein Gaumenschmaus. Also wenn das Geruchsvideo geben würde oder Geruchs-YouTube. Ohne Scheiß, das riecht hier Oberhammer. Vor allen Dingen auch dieses Rollbratennetz, das macht sich richtig gut hier. Hält alles gut zusammen. Also für das erste Mal muss ich sagen. Na gut. So, ich lasse den jetzt so circa noch mal eine halbe Stunde seine Runden drehen und dann sehen wir uns dann noch mal wieder. So, ich habe jetzt eine Kerntemperatur von 75 Grad erreicht. Das heißt, der Spießbraten ist fertig und den hole ich jetzt raus. So. Guckt euch den an. Sieht der nicht Oberhammer aus? So, da ist das Ding. Sieht Hammer aus, oder? Sieht der nicht richtig lecker aus? Und den werde ich jetzt mal auspacken. Ein bisschen lösen. So, ich habe jetzt den Spießbraten vom Netz befreit und jetzt mache ich mal den obligatorischen Mittelschnitt. Mal versuchen, der zerfällt mir schon fast hier. Ist so saftig. Hey, hey, hey. So, jetzt guckt mal. Fliegen, die machen sie auch schon. Guckt euch das an. Sieht das nicht Hammer aus? Wie saftig der ist. Sieht der nicht toll aus? So, ich werde mir davon jetzt mal eine Scheibe abschneiden. Mal sehen. Mal von diesem hier. Der fällt mir schon so. So, dann nehme ich mir mal hier so ein Stück. Mit Zwiebel und Bacon. Heiß. Oh, ist das lecker. Mm. Richtig saftig. Genauso wie er sein soll. Also der ist wirklich nicht zu überwürzt. Richtig lecker. Ja. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen wohlwollenden Kommentar.
Ganz besonders werde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Dann vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video von mir. Ich werde uns da jetzt schöne Scheiben draus machen und werde die im Burger reinlegen oder als Burger fertig machen. Wenn ihr das sehen wollt, guckt einfach im nächsten Video. Bis dann, euer Marco von Barbecue Dithmarschen.